Ah, okay, langsam wird's scheiße. Was macht er da eigentlich? Okay. Das will mir gar nicht gefallen. LP hochhalten. Nein! Verdammt. Okay. Ich muss mich jetzt echt konzentrieren. Sorry, wenn ich was leiser bin. Vor allem geht es hier um meine Moral. Wenn ich treffe, geht die Moral hoch. Ah, endlich. Okay, der Kampf war schon mal nicht ohne. Freizeit des Kampfes ist verstärkt worden. Money, Heilgegenstände, böses Feueramulett. Eine seltene Komponente, aha. Lach nicht so hässlich. Well, well. It seems I've underestimated you. Lass mal sein Auge passieren, das würde ich mir gern. You can't kill him. He's the goddamn Marquis of Apple. It makes no difference. He cannot unlock the true power of the remnants. He is merely fuel for their fire. Okay. Ancient magics bound to my call. Within the void envelop all. Müssen Magie eigentlich mal rein. Wieso wird er eigentlich nicht da nicht reingezogen? Ich meine, er steht genau da drunter. How dare you? Crash, get out of here! Marina? Wait! Hat er Witch gesagt? Dem Ziel so nah und doch so fern. So, not only do you let this mysterious creature slip through your fingers, but you're also clueless as to its affiliation and its purpose? A fine report this is. My word. Is Athlum completely powerless over its own territory? Ich glaube, da lernst du dich ein bisschen weit aus dem Fenster, Junge. Moving on. I shall report this back to the Duke at once. Good day. Töte ihn! Töte ihn! Wer sich fragt, woher dieser Spruch kommt. Der Herr der Ringe. Als Aragorn, Legolas, entscheidet. Bei Helms Klamm, das Vieh mit dem Feuer, mit der Feuerfackel zu töten. You believe those men are connected to the Academy. You don't. The Academy conducts research in a number of fields. Rumors would indicate that includes forbidden experimentation with remnants. It is possible that our mage in white is connected. And the Academy holds tremendous influence across the world. Sanapale is no exception. You don't think the Duke of Kubine is involved in this? I don't know. But until I do, we're playing it safe. I don't want Kubine knowing our strategy just yet. Understood. But do take care not to overplay your hand. If Athlum is lost, those machinations of yours will be for naught. That I know.
Oh, I thought he'd never let me go. Couldn't sleep? I couldn't save her. Damn it! Irina, what am I supposed to do now? Rush, you need to calm down. Irina is alive. How do you... After we left, a strange flying creature was seen leaving Blackdale. A girl was spotted as well. After comparing a few more reports, we are certain it was Irina. For real? I had Pargus confirm it personally. Without a doubt, your sister lives, Rush. What is it? Even if she's alive, I'm not strong enough to save her. Pull yourself together, Rush. You need to keep whatever strength you do have. If you won't save her, who will? You're right. I've got to find a way. Der Typ hat das aufmunternd drauf. As I said, I'll help you as much as I can. It's still far too early to give up hope. Dave, thanks. Yes, well, that Wagram character implied he was an Academy member. If that's true, it means this plot is much deeper than we imagined. You cannot face it alone. Moreover, Irina saved us. I owe her my life, and men of Athlum always repay their debts. Are you sure it's okay to just help us like that? Torgal's not gonna be happy. Cleaning up my messes is his job. Has been since I was a baby. Oh man, that's gross. Once we learn where that flying creature is headed, I'll let you know. Okay, I'll keep an eye out too. Lord David, you still intend to look into this matter? Of course. As if I would allow such low fiends to sully Athlum. That mage. Find out who that Wagram really is. Even if it means shaking up the Academy. Yes, my lord. Und jetzt seht ihr es wieder, wieso dieser Typ mir einfach irgendwie unsympathisch ist. Erstmal hat man das Gefühl, er ist ein super netter Typ, aber dann irgendwie... Irgendwas, irgendwie... Ja, ich glaube, ich bin einfach obervorsichtig. Egal, wir sehen das. Ich habe ja auch keine Ahnung. Und das ist die Stelle, bis wohin ich gespielt habe. Ab jetzt wird das sowieso wieder alles blind. Alle verlassen. Ich kann mich jetzt mit ihnen unterhalten, aber die laufen wahrscheinlich eh nur im Müll. Deswegen hat da keiner von denen ein rotes Fenster. Wir werden natürlich erstmal hier hingehen. Und erstmal uns in der Taverne umhören, ob wir irgendwas... Ah. Der ist auch schon ein Typ, mit dem wir reden könnten. Okay, aber wisst ihr was? Ich werde hier einmal speichern. Und ich werde erst einmal Päuschen machen. Ich glaube, ich habe es fürs Erste genug aufgenommen. Auch wenn es mir jetzt unter den Fingern brennt, weiterzuspielen. Denn ab hier ist alles blind. Mal gucken, was uns so erwartet. Bis zum nächsten Mal.